So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft von der Sommer mit dem Herr Sommer Texture Pack. Das ist die Standardbegrüßung. Die hat leider so nicht geklappt. Das hier ist eine Nachsynchronisation der Folge, ich weiß es nicht, 45 oder so. Das ist eine extra lange Folge. Voraussichtlich etwa 42 Minuten und 32 Sekunden. Ja, ich werde einfach mir mal anschauen, was der Sommer da so fabriziert hat in dem Let's Play und meinen Senf dazu abgeben. Also, wir sind in einer Höhle. Super, eine Fackel nach rechts, wie immer. Das kennen wir alle schon. Da liegt ein bisschen Zombiefleisch. Bisschen Kohle. Und im Moment sieht es so aus, als ob der Sommer sich ein bisschen orientierungslos in der Höhle fortbewegt. Nichts weiter macht mit der Fackel in der Hand. Keine interessanten Ereignisse. Nichts, was irgendwie eine Erwähnung wert wäre. Und trotzdem laber ich die ganze Zeit. Das ist auch irgendwie eine Kunst. Ich habe ein Skelett gesehen. Herr Sommer etwa nicht? Nein? Herr Sommer buddelt Kohle und die fällt nach unten. Auch schön. Das haben wir schon mal besser gesehen. Ja, Kohle aufnehmen will gelernt sein, kann der Sommer, ist überhaupt kein Problem offensichtlich. Ja, es geht weiter mit Kohle aufnehmen. Jetzt noch mehr Kohle aufnehmen. Und noch mehr Kohle aufnehmen. Ja, gut. Also das Skelett hat ihn wohl ein bisschen verschreckt, so ein feiger Hund. Das finde ich so nicht gut, finde ich nicht in Ordnung. Da muss er gleich nochmal unbedingt zurückgehen und das Skelett auf jeden Fall platt machen. Mit Kohle jetzt so eine Folge zuzubringen, ist ja auch nicht wirklich spannend. Zumindest nicht, wenn es über 40 Minuten sind. Okay, es geht zurück in Richtung Skelett. Wir beobachten, was passiert. Okay, ein tiefes Loch. Herr Sommer setzt einen Cobblestone und einen zweiten Cobblestone. Jawohl! Er zückt die Kerze, lässt sich von einem Skelett anschießen und wie hat das Skelett das jetzt gemacht? Ah, jetzt schießt es wieder. Okay. Und ja, er zielt, zielt, zielt und schießt und trifft. Wer hätte das gedacht? Herr Sommer hat getroffen zum ersten Mal ein Skelett. Er zielt wieder und trifft wieder und das Skelett. Was hat das Skelett gemacht? Das Skelett hat einen Pfeil aus dem Hintern geschossen. Habt ihr das gesehen? Das Skelett hat einen Pfeil aus dem Allerwertesten gelassen. Das gibt es doch gar nicht. Noch ein Skelett. Also, wieder zückt er den Bogen, schießt auf das Skelett und das Skelett ist verschwunden. Jetzt schießt man den Pfeil dann halt einfach auf den Boden und sammelt ihn wieder auf. Jawohl, das klappt. Zumindest mit den Pfeilen, die man selber abgeschossen hat. Leider glaube ich nicht, dass das auch bei den Pfeilen funktioniert, die Skelette so in die Gegend schießen. Ja, ich weiß nicht, ob man das auf YouTube jetzt erkennen kann. Herr Sommer baut wieder Kohle ab. Kohle ohne Ende in dieser Höhle. Jawohl! Ja, kommen wir ran. Sehen Sie, wie Herr Sommer Kohle abbaut. Noch mehr Kohle, noch mehr Kohle und noch mehr Kohle. Diesmal sogar mit gesetzter Fackel, sodass ein bisschen Licht ins Dunkel gekommen ist. Jetzt sehen wir das Inventar. Es tut sich nicht besonders viel. Es tut sich eigentlich gar nichts. Es hat sich auch nichts getan. Wahrscheinlich wollte da jemand nur mal gucken, ja, ins Inventar gucken, warum auch immer. Das erschließt sich mir in diesem Moment jetzt nicht wirklich. Es geht weiter mit dem Abbau von Kohle. Da hat sich wieder ein kleines Loch aufgetan. Ja, noch mehr Kohle und noch ein Löchlein. Tja, Herr Sommer, das sind zwei Löchlein, brauchen Sie gar nicht gucken. Und zwei Skelette. Da unten liegt also Kohle und links stehen zwei Skelette. Den Bogen raus, das hat er sogar schon gelernt, aber jetzt isst er erstmal was. Das mag auch besser sein. Offensichtlich ist aus seinem ersten Let's Play Tod doch etwas Gutes hervorgegangen. Er hat mal auf die Herzen geachtet. Und die beiden Skelette freuen sich auf diese kleine Schießerei, hüpfen freudig in der Gegend herum. Während der Sommer offensichtlich irgendwo runterfällt, wo er nicht runterfallen wollte. So, noch ein Skelett. Sage und schreibe, jetzt drei Skelette habe ich hier.
Schafft er das? Kann das gut gehen? Ein Minecraft-Spieler gegen drei Skelette. Ein wildes Bogenduell, die Spitzhacke zerbricht. Ja, das ist Gewalt hier im Spiel. Nicht schlecht, da unten wartet ein... Was ist das? Ein Zombie? Ja, ich glaube, der findet im Moment etwas wenig Beachtung. Den Bogen wieder rausgezogen, hat Herr Sommer ein weiteres Skelett erschossen. Somit bleibt noch ein Skelett übrig, das gerade irgendwo runtergefallen und wieder aufgetaucht ist. Wenn man auf den Kies schießt, das macht dem Skelett in der Regel etwas weniger aus. Daher noch ein Nachschuss, der gesessen hat und das Skelett ebenfalls in die ewigen Jagdgründe. Sah gut aus. Das war ein tiefes Loch nach unten hin. Ja, hier ist weiter verzweigte Höhle. Ich habe eine Spinne vernommen. Wo mag die Spinne gewesen sein? Da ist die Spinne! Arachnophobie! Ich mag keine Spinnen. Herr Sommer offensichtlich auch nicht, denn die Spinne durfte sofort das Zeitliche segnen. So, ich muss mich irgendwann im Laufe dieser Nachsynchronisation einmal darauf einigen, ob ich jetzt von der Sommer rede oder von Herr Sommer. Ich finde das sehr verwirrend mit diesem Namen. Auch, dass das Texture Pack diesen Namen trägt, ist in der Regel doch sehr, sehr verwirrend und sorgt immer wieder für witzige Verwechslungen. Haha. So, auch hier bitte wieder eine Fackel. Jawohl, richtig gemacht. So kann der YouTube-Zuschauer eventuell noch etwas sehen. Da unten liegen übrigens noch Erfahrungspunkte. Ich sag's ja nur, musst du ja nicht aufsammeln, nicht wahr? Jetzt sind sie doch aufgesammelt. Ich habe das nicht wirklich verfolgt. Da war ein Skelett schon wieder. Und jede Menge Eisen. Kann denn da jemand dieser Menge an Eisen widerstehen? Und ja, er rennt völlig achtlos da. Nee, jetzt geht's doch zurück. Und ja, ein Eisenblock wurde eingesammelt, abgebaut. Und jetzt wird wieder ein bisschen planlos in der Gegend herumgeschaut. Was das bringen soll, entzieht sich wieder meiner Kenntnis. Da ist es dunkel, da ist Eisen und da drüben höher ist es hell. Wohin mag der Weg uns führen? Ich sehe schon, ein kleiner Feigling, es geht doch tendenziell in den etwas helleren Bereich. Für alle, die YouTube gucken, auch nicht das Verkehrteste. Oh, hinter dem Lapis-Lazuli hat sich tatsächlich noch etwas Eisen verborgen. Ob Herr Sommer das gewusst hat, wir wissen es nicht. Das wäre ja schon beinahe hellsichtig. Infolgedessen, er hat es nicht gewusst, reiner Zufall. Kein Können und auch keine Ahnung wird ihn dazu gebracht haben. Das war einfach reiner Zufall. Da ist noch ein Zombie, der jetzt wild entschlossen auf den Sommer zuläuft. Aber wohl, so wie es aussieht, völlig unbewaffnet, gar keine Chance hat, hier irgendetwas auszurichten. So, ich habe Gold gesehen. Yep. Ich bin nicht der Einzige, auch der Herr Sommer hat das Gold gesehen, baut es abgekonnt mit der Spitzhacke in der rechten Hand und sammelt es auf und da ist noch etwas Eisen, das fällt allerdings in der Lava hinein. Wissen wir nun also, hier drunter befindet sich Lava. Rechts in der Ecke hinten ein Enderman, ein Creeper. Beide kommen jetzt auf Herrn Sommer zugerannt. Ich habe hier das Gefühl, dass hier noch etwas passieren wird. Der Enderman hat sich etwas... Jo, der Creeper musste jetzt leider, hat gesagt, er ist explodiert. Und den Enderman höre ich noch und da war er. Und Herr Sommer ist in das gerade vom Creeper gesprengte Loch gefallen. Hinterhergesprungen ist der Enderman und hämmert weiter auf Herrn Sommer ein. Das war gute Teamarbeit von dem Creeper und dem Enderman. Wenn ich das richtig gehört habe, ist der Enderman jetzt allerdings doch irgendwie schicksalhaft von uns gegangen. Ein weiterer Zombie. Was ist denn hier los in der Höhle? Was ist hier los? Action pur. Das ist nun wirklich sehr, sehr stark bevölkert hier, das Höhlchen. Jede Menge Zombies, Skelette ohne Ende und Creeper in Zusammenarbeit mit Enderman.
Das habe ich so noch nirgendwo gesehen. Das ist völlig einmalig. Das gibt es nur hier im Let's Play Minecraft von Herr Sommer. Das klingt jetzt wie Werbung. Ich krieg dafür Geld, dass ich das sage. So, da oben ist eine kleine Höhle. Die wird offensichtlich jetzt nicht aufgesucht. Da ein Lavaloch. Und wir sehen Diamanten. Hat Herr Sommer Diamanten gesehen? Ja, hat er. Er macht das Loch zu mit Cobblestone. Auch hier das Loch über der Lava wird mit Cobblestone verschlossen. Jetzt scheint Herr Sommer nach einer Lösung zu suchen, wie er an den Diamanten gelangen kann. Und er buddelt nach unten. Die Richtung scheint zu stimmen. Immer weiter nach unten einen Gang. Und er müsste dort in etwa vielleicht mit Glück an fast der richtigen Stelle herauskommen. Da ist schon Lava zu sehen. Wenn ich das richtig weiß noch, dann ist der Diamant etwas leicht rechts gewesen. Warum jetzt nach links gebuddelt wird, wird wohl nur Herr Sommer wissen. Ich weiß es nicht. Ah, das war, da war, ja, ich habe ihn gesehen, da ist der Diamant. Jawohl, das bedeutet, wir müssen um die Lava herum. Herr Sommer sucht panisch nach einem Weg. Hektisch schaut er sich in der Gegend um und hat sich offensichtlich entschlossen, hier, jawohl, hier geht es lang, hier buddelt er sich um den Lavasee herum und denkt auch noch an Sicherheit, setzt Barrieren, sodass er nicht aus Versehen in die Lava fallen kann und auch nicht durch Skelette aus Versehen, die aus dem Nichts auftauchen, hier offensichtlich per Pfeil irgendwie in den Lavasee befördert wird. Auch hier wird ein Geländer gebaut. Sehr schön, sehr schön. Safety first. Das ist nicht ganz verkehrt, das macht Sinn. Und jetzt geht es mühsam weiter, Stückchen für Stückchen, Block für Block, tastet sich Herr Sommer an die Diamanten heran. Und ich fürchte ja, unter den Diamanten befindet sich Lava. Nein, ich habe mich geirrt, keine Lava. Er hat einen Diamanten, Herr Sommer hat einen Diamanten abgebaut. Und gleich noch etwas Kohle. Wenn er die auch noch presst, wird das auch zu Diamanten. Nein, da sind noch weitere. Ich zähle 1, 2, 3, 4. Vier Diamanten, fünf Diamanten, insgesamt sechs Diamanten an einer Stelle, wenn ich mich nicht verzählt habe. Sechs Diamanten, das ist natürlich beeindruckend. Sechs Diamanten an einer Stelle bei der Lava. Herr Sommer, ich gratuliere Ihnen. Sechs Diamanten, das ist fabulös. An einer Stelle, ohne irgendwo großartig jetzt in Gefahr zu geraten. Einfach souverän abgebaut. Beeindruckende Leistung. Ich ziehe meinen Hut. Ich zolle Ihnen Respekt, Herr Sommer. Wirklich, wirklich beeindruckend. Jetzt geht es aber zurück. Ja, nach links oder rechts. Das ist mir nicht ganz klar. Waren das sogar? Ich habe im Inventar gerade sieben Diamanten gesehen. Habe ich mich doch erzählt. Sind es wirklich sieben Diamanten gewesen? Ich habe jetzt die letzten Folgen nicht gesehen. Mir ist nicht ganz klar, ob denn der Herr Sommer bereits in der letzten oder vorletzten Folge hier in dieser Höhle schon einen Diamanten abgebaut hat. Ich kann es mir beinahe nicht vorstellen, dass dem so ist. Da wir uns vorhin zu Beginn dieser Folge noch relativ weit an der Oberfläche befanden und nicht in der richtigen Tiefe für Diamanten eigentlich gewesen sind. Es geht weiter, Herr Sommer im Erzrausch. Er baut Eisen ab, er baut Gold ab, findet neue Skelette, schießt und trifft. Und noch ein Schuss und das Skelett ist schon wieder Geschichte geworden. So einfach ist das, so macht man das. Grandiose Vorstellung hier. Ich kann mich nur wiederholen. Einfach grandios. So, ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Es wird eine Art Brücke gebaut mit Cobblestone hier in dieser Höhle. Es ist noch alles sehr dunkel. Ein paar Fackeln würden jetzt nicht schaden. Vielleicht lässt sich da irgendetwas machen hier mit Fackeln. Ein Skelett kam irgendwie aus dem Dunkeln. Ich hatte es gar nicht gesehen. Es wird ausnahmsweise sehr souverän mit dem Schwert. Ich sehe nichts mehr. Es ist so dunkel. Herr Sommer, bitte, danke. Danke für die Fackel. Ich finde, jetzt wurde es auch langsam Zeit. Es war wirklich zu dunkel. Und ob das jetzt hier Sinn macht, weiß ich nicht. Es fällt ein bisschen Gravel der Schaufel zum Opfer.
Inwieweit das hier irgendwo von Vorteil ist und welchen praktischen Nutzen das hat, ist mir nicht ganz bekannt. Ich werde diese Aktion jetzt einfach mal nicht in Frage stellen, da wir hier tatsächlich ein Let's Play sehen von einem Spieler, der in einer Folge an einer Stelle gerade 7 Diamanten abgebaut hat und zufälligerweise immer noch nicht in einen Lavasee oder dergleichen gestürzt ist, um alles wieder zu verlieren. Fragen wir uns einfach, ob das so bleibt. Kann das überhaupt so bleiben? Gibt es nicht ein festes Gesetz, das sagt, findet ein Let's Player Diamanten, dann stirbt er den Tod in der Lava? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war Folge 82 oder 81 in Keltubius Let's Play. Da hat er, ich weiß es nicht mehr, 17, 18 Diamanten auf dem Tasch gehabt. Und hat mal was riskiert mit den Worten, ja, man kann mal was riskieren. Diese Worte werden in die Geschichte des Let's Plays eingehen. Kelturio, dafür immer noch jede Menge Anerkennung. Und ich fürchte, auch hier wird Herr Sommer nachher ein ähnliches Schicksal. Ich habe Sprachstörungen. Ich rede auch jetzt schon seit 16 Minuten ununterbrochen. Und habe gerade den Faden verloren. Aber ich denke, dass auch Herrn Sommer ein ähnliches Schicksal hier ereilen wird. Wir wissen es noch nicht, aber wir bleiben am Ball und schauen weiter gebannt zu, was sich hier noch für Abgründe und Höhlen auftun, welche Kreaturen noch aus den Höhlengängen auf Herrn Sommer einstürmen und versuchen, ihm seine Beute abzunehmen. Und hier geht es wieder. Ja, ein Skelett. Kaum haben wir es erwähnt. Da habe ich auch ein zweites Skelett schon gesehen. Das scheint ein ganzes Rudel, ein drittes Skelett. Und jetzt kann ich nicht mehr zählen. Ich komme tatsächlich durcheinander bei all den Knochen und Klappereien. Und da von links ein Zombie mit dem Schwert erledigt jetzt. Das gibt jede Menge Erfahrungspunkte hier. Ich hatte gerade gedacht, der Kabel, der da lag, das könnte ein Hinweis auf einen Spawner sein, aber den hatte Herr Sommerfeld gerade selber gesetzt. Es zeichnet sich hier ab, es könnte ein Spawner in der Nähe sein, muss nicht, kann aber. Wir gucken gebannt, was passiert. Eine Fackel wird gesetzt, eine Fackel, der Weg wird. Ein Skelett hat geschossen von hinten. Wo das jetzt herkam, ist nicht mehr nachvollziehbar. Und ich gehe davon aus, dass das Skelett diesen Fehler, jawohl, sehr schnell bereuen wird. Da unten befinden sich noch einige Erze. Sehr gut gesehen, Herr Sommer, sehr gut gesehen. Aufgesammelt, mitgenommen, so muss das sein, so macht ein Minecraft-Spiel Spaß. Und auch hier hat er wieder auf Essen, Nahrung und die Herzen geachtet. Nicht wie in einer vergangenen Folge mit nur einem halben Herz noch versucht, drei Skelette auf aufopfernde Art und Weise von der Welt zu bringen. Nein, hier hat er aufgepasst. Und jetzt geht es in einen etwas breiteren, tiefen, dunklen Gang. Auf dem Weg noch schnell ein paar Blöcke Erze eingesammelt, abgebaut und auch mitgenommen. Jawohl. Links geht es runter für die, die es auf YouTube, weil es so dunkel ist, jetzt nicht sehen können. Links in eine Höhle, rechts geht es etwas weiter. Der Herr Sommer hat sich für den Gang rechts entschieden. Und da hinten habe ich eine Fackel gesehen. Das bedeutet wohl, hier sind wir schon einmal gewesen. Der Gravel muss gnadenlos weichen. Mit der Schaufel wird er klein gehackt. Mitgenommen, wer weiß, wofür man Gravel nochmal braucht. So, es wird weitergeguckt. In welche Richtung soll es nun gehen? Ich sehe da, ich spüre ein bisschen Ratlosigkeit beim. Noch mehr Skelette, noch mehr Skelette. Hier wieder ein dunkler Bereich. Das Skelett hat sich gerade eben pulverisieren lassen. Eine Fackel gesetzt, den Knochen aufgenommen und schnell Fackeln setzen. Weiter durch die Gänge. Da ist noch etwas. Ich meine Kohle gewesen. Jawohl. Da ist sie. Sie wird abgebaut. Ja, jetzt sind wir wieder in dem nicht so spannenden Teil dieser Folge. Abbau von Kohle. Ich kann da jetzt nicht so viel für. Ich muss das genauso ertragen wie alle anderen auch. Und es scheint aber so, dass das keine dieser endlosen Kohleader mit 40, 50 Kohlebrocken ist, Kohleblöcken. Gott sei Dank. Cleanstone kann man auch abbauen, jawohl. Wieder ein Blick ins Inventar. Ich sehe
34, 64 Eisen, 18 und den Rest habe ich vergessen. Und jetzt geht es zurück in irgendeine Richtung, rechts, links, geradeaus. Wohin soll es gehen, Herr Sommer? Wohin? Nach oben vielleicht? Nach oben? Bauen wir uns einen Weg nach oben hier, direkt vielleicht an die Oberfläche. Gravel genug hätten wir da. Mal schauen, was passiert. Nein, Herr Sommer geht jetzt hier links lang. Ich fürchte, er hat ein bisschen die Orientierung verloren. Und hier ist noch ein langer, doch nicht, nein, ja. Hier ist ein etwas dunklerer Gang, gut ausgeleuchtet. Ich denke, man kann das auch auf den YouTube-Channel jetzt gut erkennen. Es geht nach unten vorbei an einem Wasserfall, dessen Ursprungsquelle ich nicht erkennen konnte. Da es gerade Nacht ist an der Oberfläche, könnte es auch sein, dass hier tatsächlich die Oberfläche oben zu sehen gewesen wäre. Herr Sommer buddelt sich weiter nach unten, guckt sich nochmal um, stoppt das Wasser, aber es bleibt ein kleiner See zurück, holt er sich trotzdem das Eisen vom Grunde des unterirdischen Sees. Ja, zunächst wird erst einmal der kleine Lavasee zugebaut. Und jetzt ist es wieder dunkel. Ich hoffe, wir haben noch Fackeln dabei. 17 Fackeln. Eine wird gesetzt, noch eine und dann geht es los. Ach, so wie es aussieht, wird auch der Redstone hier einfach nochmal mitgenommen. Platz genug dafür haben wir noch. Ich denke, davon wollte sich Herr Sommer gerade überzeugen, ob denn überhaupt der Abbau von Redstone in dieser Phase jetzt noch Sinn macht. Nimmt das Inventar den Redstone noch auf? Das Eisen wurde zumindest zum Teil vom Grunde des Sees mitgenommen. Der etwas tiefer liegende Eisenblock dagegen einfach achtlos dort gelassen. So, es geht wohl jetzt langsam wieder zurück in Richtung Oberfläche. Noch ein wehmütiger Blick zurück auf den unterirdischen See. Es geht dann weiter zurück nach oben. Die Fackeln sind links, das heißt, der Rückweg ist angetreten worden. Nein! Es geht jetzt rechts. Die Fackeln sind wieder rechts. Es geht weiter in die Höhle hinein. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe da Gold gesehen. Herr Sommer hat auch das Gold gesehen. Jawohl! Da oben war noch Gold. Das wurde eben kurz abgebaut. Sehr schön. Sehr aufmerksam gespielt. Sehr gut. So soll das sein. So geht es jetzt tatsächlich wirklich noch weiter tiefer in die Höhle. Nein, die Fackeln in die Hand genommen. Und es geht, ja... Es geht weiter hinein in die tiefe, dunkle Höhle, wobei ich hier hinten noch etwas gesehen habe. Herr Sommer auch. Hier war noch Lava. Schnell ein Geländer aus Cobblestone darum gebaut. Ja, ein kurzer Test, ob das Geländer hält und man nicht in die Lava fallen kann, ist wohl erfolgreich absolviert worden. Es geht zurück. Hier noch etwas Eisen. Die Spitzhacke reicht dafür wohl noch. Das Eisen wurde erfolgreich abgebaut. Und jetzt ist die Frage, wohin geht es jetzt? Die Fackeln sind rechts. Das bedeutet, es geht eigentlich tiefer in die Mine, in die Höhle. Da hinten ist ein Creeper geschossen und noch ein Schuss und Treffer. Und jetzt scheint der Creeper genug zu haben, die Schnauze voll zu haben. Er hat sich verkrümelt, ist nicht mehr zu sehen. Von rechts, von links, von oben, hinten kann noch... war der Creeper wieder da? Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht erkennen können. Ich habe da wirklich, wirklich nichts gesehen, aber es scheint so zu sein, als ob Herr Sommer zumindest davon ausgeht, diesen Creeper eben auch erledigt zu haben. So, es wird sich langsam mühsam nach oben gebaut. Da ist noch etwas Eisen links, bitte. Ja, das hat Herr Sommer auch gesehen, da ist Eisen. Das wird jetzt nicht abgebaut oder doch abgebaut. Ich kann diese Situation gerade nicht deuten, was passiert. Das Bild steht. Jetzt bewegt es. Jetzt, ja, wird es abgebaut. Ich kann da jetzt doch, es wird abgebaut. Ich bin ein bisschen unschlüssig, was dort gerade gewesen ist, dass dort so gezögert wurde, das Eisen mitzunehmen. Eventuell waren dort irgendwelche Geräusche noch zu hören, die wir jetzt nicht mehr vernehmen konnten. Hier wird jetzt ein wenig Übersicht offensichtlich geschaffen, um doch ein bisschen besser in alle Bereiche der Höhle noch schauen zu können, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Es geht, die Fackeln sind links, es geht offensichtlich zurück.
Und nein, jetzt hier noch ein paar Erfahrungspunkte aufgesammelt, eine Fackel rechts gesetzt. Es geht doch wieder tiefer in die Höhle. Es geht wieder tiefer in die Höhle. Da ist Lava am Grunde. Dort bitte nicht hineinfallen. Das wäre kein schönes Ende, da jetzt einfach so in die Lava hineinzufallen. Das Eisen abzubauen ist sicherlich eine gute Idee. Jetzt muss ich gestehen, die Stelle, da war, glaube ich, die Stelle, wo die ersten Diamanten gefunden werden konnten. Sind hier eventuell noch mehr, vermutet Herr Sommer hier noch mehr Diamanten? Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, es geht auch hier weiter in einen Bereich. Da ist tatsächlich noch ein Diamant. Es ist nicht zu glauben, Herr Sommer ist ein waschechter Digger. Dort hat er noch Diamant gefunden. Ob es sich wieder um so eine Mega-Ader handelt, wie gerade vorhin, vor wenigen Minuten, oder ob es sich lediglich um einen einzelnen Diamanten handelt, ist jetzt klar. Es sind zumindest zwei Diamanten vor Ort. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr keine Spitzhacke mehr. Dafür aber insgesamt bereits 9 Diamanten. 9 Diamanten kann sich sehen lassen. Sehr schön. Wie jetzt da dieser Diamant noch gefunden wurde, diese letzten beiden, ist mir ein Rätsel. Ob da tatsächlich so etwas wie eine Vorahnung vorhanden war, können wir nur vermuten. Es ist wirklich nicht klar und auch nicht zu glauben, was hier gerade vor unseren Augen sich alles abspielt. Es geht weiter, jetzt tiefer in die Höhle hinein, an dem Wasser vorbei. Das ist die Frage. Lohnt sich das? Geht das überhaupt? Nein, Herr Sommer hat sich dagegen entschieden. Es geht also ein Stück zurück in die Höhle. Jetzt bloß keine Fehler machen, bloß keine Dummheiten machen. Nicht in die Lava fallen. Man kann natürlich sich da einfach draufstellen und gucken, was passiert. Wenn da jetzt ein Skelett in der Nähe gewesen wäre, ja, dann wäre es passiert gewesen. Dann hätte ein einziger Schuss gereicht, um die ganze Ausbeute hier in die Lava zu befördern, inklusive Herrn Sommer. Und das wäre mit Sicherheit kein schöner Anblick geworden. Das wäre auch kein schönes Ende gewesen. So soll das nicht sein. Aber kein Skelett in der Nähe gewesen. Es ist alles gut gegangen. Und es ist ja nicht zu glauben, die sowieso schon ohnehin weit verzweigte Höhle, das ganze Höhlensystem, möchte ich beinahe sagen, mündet hier tatsächlich in eine unterirdische Schlucht. Ein atemberaubender Anblick an Schönheit kaum zu überbieten, aber lässt doch tatsächlich Herrn Sommer etwas unbeeindruckt. Er baut tatsächlich, geht tatsächlich in die andere Richtung weiter. So, hier weiß ich jetzt nicht, wo wir sind. Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Ich sehe hier aber doch einige Gegenden, die mir ein bisschen bekannt vorkommen. Dort ist noch etwas Kohle. Dieser Bereich, den hatten wir vorhin kurz bei den letzten beiden Diamanten einmal von unten gesehen. Ja, da oben kam Wasser auch noch heraus. Das ist jetzt abgestellt. Ein klarer, trockener Durchgang wurde geschaffen. Es tropft noch Wasser durch die Decke. Hier sollte man nicht nach oben buddeln. Denn dann strömt sofort jede Menge Wasser herunter und reißt einen mit, wo auch immer das Wasser hinfließt. Das kann mitunter schon mal böse ins Auge gehen. Das Spiel scheint etwas zu laggen. Ich muss mich da korrigieren. Das scheint nicht nur etwas zu laggen, das laggt ganz schön dramatisch. Stillstand hier, aber es geht schon weiter. Unbeeindruckt von den technischen Unzulänglichkeiten. Jetzt, Kohle wird nicht mehr aufgenommen, das Inventar ist voll. Herr Sommer trennt sich daher ganz souverän und ganz kurz entschlossen von dem Zombiefleisch, für das er sowieso keine wirkliche Verwendung hat. Hunde sind nicht in seinem Besitz. Und selbst hat er für sich dann auch genug Nahrung schon angesammelt, um nicht auf Zombiefleisch zurückgreifen zu müssen. So, es geht zurück in Richtung unterirdischer Schlucht, die sich jetzt zur Rechten befindet. Ein kurzer Blick nach oben, ein kurzer Blick in die Ferne und jetzt geht es weiter. Da unten ist Obsidian zu sehen. Man könnte jetzt sich eine Diamantspitzhacke bauen, die Herr Sommer gerade nicht im Inventar hat. Man könnte sie bauen und das Obsidian auch noch eben abbauen, um dann eventuell ein Portal ins Nether sich irgendwo hinzusetzen.
Es sieht so aus, als ob das in diesem Falle jetzt nicht passieren wird. Das Obsidian wird also doch etwas liegen gelassen. Es war jetzt gerade kurz ein Check der Koordinaten. Wo befinden wir uns? Die Höhe scheint. Ich vermute, es wird hier tatsächlich unterirdisch einfach mal aus gerade wohl nach einem Schatz gebuddelt. Ob hier jetzt weitere Diamanten vermutet werden oder vielleicht andere Schätze, das muss man mal abwarten. Ob überhaupt hier der Herr Sommer noch fündig werden kann, ist mithin sicherlich auch fraglich. Fest steht, da ist ein Loch, da fließt Wasser, da ist Holz. Mitten im Felsen ist Holz. Was da jetzt passiert ist, ich weiß es nicht genau. Da ist Holz, das könnte eine Mine sein. Hat der Sommer einfach auf gerade wohl in irgendeine Richtung gebuddelt und ist auf eine Mine gestoßen? Wir hatten vorher dafür noch keine Anzeichen entdecken können, dass sich hier eventuell eine Mine befindet. Ach, ist das aufregend, ist das spannend hier. Ich denke, ich bin mit meiner Aufregung nicht ganz alleine. Zurück zum Spiel, Saving Level. Soweit ich mich erinnern kann, gab es hier wohl eine kleine Unterbrechung, da das Telefon geklingelt hatte. Ich wurde über diesen Zwischenfall informiert, weiß also jetzt damit umzugehen und frage mich jetzt nochmal Saving Level, was passiert? Jetzt müsste gleich rapide irgendwie eine Veränderung eintreten zwischen der Situation, wo wir gerade waren und der, wo wir jetzt sind. Hier war es offensichtlich noch nicht der Fall. Ich weiß aber, dass sich gleich eine solche Änderung ergeben wird, wo ein paar Sekunden Aufnahme fehlen. Ja, das sieht tatsächlich so aus, als ob hier ein Minenschacht entdeckt wurde. Ein Minenschacht. Wer hätte das gedacht? Ein Minenschacht einfach so aus gerade wohl in die Gegend rumbuddeln und einen Minenschacht entdecken. Das ist auch sehr... Ich bin also quasi sprachlos. So, jetzt geht es hier irgendwie wieder. Jetzt wird es wahrscheinlich dann so sein, dass hier die paar Sekunden Aufnahme fehlen. Wundern Sie sich also bitte nicht. Jawohl, hier fehlen offensichtlich ein paar Sekunden Aufnahme. Und so wie es aussieht, ist der Minenschacht relativ klein. Ich würde sagen, das ist bisher die kleinste Mine in Minecraft, die ich je gesehen habe. Sie besteht aus genau 4 Zaunpfählen und 3 Holzblöcken. Und dann war's das. Eine wirklich sehr, sehr kleine Mine. Ich vermute, dass hier jetzt noch gerade gebuddelt wird, ob es denn doch noch irgendwo weitergehen könnte. Das sieht aber im Moment nicht danach aus. Halten wir fest, Minecrafts weltkleinste Mine, 4 Zaunpfähle und 3 Holzblöcke und jede Menge Lava. Gut, ich sehe, Herr Sommer macht sich zurück auf den Weg in die unterirdische Schlucht, die wir vorhin verlassen haben. Ich kann mir diese Enttäuschung vorstellen, die nun in ihm vorgeht. Diese sagenlose, diese maßlose Enttäuschung, dass dort tatsächlich diese Mine so derart klein war, dass eigentlich keine wirklich relevanten Funde gemacht werden konnten, keine wirklichen Schätze eingesammelt werden konnten. Und auch sonst die Ausbeute relativ mager war. Hier dafür zur Entschädigung etwas Eisen, etwas Gold habe ich gesehen, Redstone. Ja, da kann man sich dann aus Frust auch schon mal damit begnügen und zufrieden geben. Und das wird jetzt auch offensichtlich gerade gemacht. Ich sehe da, ui, das sieht aber sehr amüsant aus. Da hüpfen ein paar Creeper herum, mitten im Wasser, in freudiger Erwartung. Und sehr gut geschossen, sehr gut geschossen. Der ging daneben, der auch. 2 daneben, 2 getroffen. 3 daneben, 2 getroffen. Das ist kein guter Schnitt. Das ist wirklich kein guter Schnitt. 4 daneben, 2 getroffen. Und 4 daneben, 3 getroffen. Das ist also mehr als die Hälfte der Schüsse vergeigt. So soll es nicht sein. Das müsste nochmal ein bisschen Übung bedarf das noch. So, die Erfahrungspunkte schwimmen weiterhin im Wasser. Der Zombie verhindert noch ein bisschen, dass diese Punkte aufgesammelt werden. Das Eisen wird übrigens auch gerade nicht mehr aufgesammelt. Das Inventar, guter Mann, ist wohl offensichtlich voll. Sie müssen sich von etwas trennen. Jawohl, die Spinnenfäden. Jetzt zu den Erfahrungspunkten. Nein, werden die nicht aufgesammelt. Erst einmal eine Fackel gesetzt, ein bisschen Schwarzpulver, Erfahrungspunkte.
Und was passiert jetzt? Bleibt, geht es weiter tiefer in die Höhle, in diese unterirdische Schlucht, dieses atemberaubende Bauwerk der Natur? Oder geht es dann doch zurück, noch ein paar Redstone mitgenommen und dann zurück an die Oberfläche hinaus aus, die Höhle, aus der Höhle? Wir werden es abwarten. Ein Blick nach oben. Was mag das bedeuten? Noch ein Blick nach oben. Es sieht so aus, ich vermute jetzt einfach mal auf gut Glück, dass hier jetzt wir einen Turm gebaut bekommen, auf dem sich der Sommer nach oben begibt. Oha, oha, das ist ein sehr gewagtes Manöver. Hier ist alles unbeleuchtet, alles dunkel. Dort hinten etwas Lava zu sehen. Es könnte um jeder Ecke ein Skelett stehen. Ein Pfeil würde reichen und wir würden erneut in die Tiefe stürzen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das tief genug ist, um tatsächlich auch ein Ableben herbeizuführen oder ob man diesen Sturz noch überleben könnte. Dramatisch wäre es sicherlich ohne dem sowieso. Wir warten ab. Da ist etwas Gold. Das wird mitgenommen. Da drüber noch ein Block Gold. Aber es geht schon auch doch sehr tief runter. Also wenn hier tatsächlich ein Skelett auftauchen sollte, dann wäre das nicht gut, Herr Sommer. Das wäre nicht gut. Aber kein Skelett. Kein Skelett. Dafür etwas Eisen noch, Lava. Eine unterirdische Höhle. Alles nicht so ganz verkehrt. Aber so die ganz großen Schätze scheint es hier nicht zu geben. Insbesondere für Diamanten sind wir natürlich an dieser Stelle, auf dieser Ebene, in dieser Höhe wesentlich zu hoch. Für Kohle, Redstone, Eisen reicht es noch. Und vielleicht auch für Gold, aber Diamanten befinden sich doch in tieferen Ebenen. Hier oben wird also nichts dergleichen zu holen und zu finden sein. Und daher vermute ich auch, dass jetzt Herr Sommer nach einem Weg an die Oberfläche zurücksucht. Da oben wäre was. Nein, nein, kein neuer Weg. Wir buddeln uns also zurück an den Boden, zum Boden der unterirdischen Schlucht. Den Stein besser stehen lassen, genau, gut erkannt. Darunter war ein kleines Löchlein. So, wir befinden uns offensichtlich jetzt auf dem Rückweg. Obwohl, nein, Fackel rechts, Fackel links, wo geht es lang? Da geht es lang, jawohl, das ist der Rückweg, ich erkenne ihn wieder, das ist ganz eindeutig der Rückweg. Hier fehlt noch ein kleines Stüfchen, möchte ich sagen, ein kleiner Absatz, um auch hier wieder hochzukommen. Das war aber kein größeres Problem. Auch hier geht es lang, die Fackel links, immer links, da ist ein, ich sehe richtig, das ist ein Slime. Da ist Slime zu sehen. Jetzt bin ich gespannt, hat Herr Sommer das auch gesehen oder rennt er achtlos vorbei, wobei Slime in der Regel so laut ist, dass man ihn doch auch in einiger Entfernung noch hören kann. Und ja, mit dem Stein erschlagen, das dürfte für den Slime etwas zu hart gewesen sein, daher keine Slime Balls zum Aufsammeln. Aber dort ist noch ein weiterer Slime und der wird einfach mal, ich fasse es nicht, mit dem Steak geschlagen. Und es gibt Slimeballs zur Belohnung, die im Moment nicht aufgenommen werden können, da das Inventar ratzepatze voll ist. Und wovon trennt er sich? Die Knochen werden zur Seite gelegt. Es gab davon in dieser Höhle auch wahrlich genug. Wahrlich genug, hier waren derart viele Skelette. Man sollte vielleicht darüber nachdenken, hier an der Oberfläche einen kleinen Friedhof zu errichten. Hier ist definitiv der Weg an die Oberfläche. Es ist noch nicht Tag. Die Nacht nähert sich zwar dem Ende, aber draußen ist es noch dunkel. Ein kurzer Blick zur Orientierung. Wo geht es lang? Jawohl, hier geht es lang. Da ist die Treppe und es ist dunkel. Genau. So, was macht Herr Sommer jetzt? Bleibt er in der Höhle so lange, bis der sichere Tag angebrochen ist? Oder traut er sich trotz allem, trotz der Dunkelheit, trotz der Nacht und der dort oben lauernden Gefahren an die Oberfläche zurück? Warten wir gespannt, bis er sich entschieden hat. Ja. So, wie geht es jetzt weiter? Ja. Gut, das ist jetzt irgendwie das Spielmenü. Erfolge, zurück zum Spiel, Statistiken. Was mag hier passieren? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann das im Moment nicht deuten. Was wird jetzt passieren? Wird vielleicht ein bisschen Werbung ein? Nein, es geht weiter. Und es ist immer noch nicht Tag geworden. Jetzt die Frage ist, er zückt sein Schwert und es geht zurück an die Oberfläche. Es ist Nacht, dort draußen lauern überall Gefahren, aber es geht zurück an die Oberfläche. Rechts war gerade kurz im Bild zu sehen, die Bahntrasse, die gebaut wurde.
Das ist ein sehr guter Orientierungspunkt. Da kann man einfach dran entlang gehen und landet dann im sicheren Heim. Zu Hause. Dahin wird der Weg jetzt führen. Es wird zurück nach Hause gehen. Warten wir ab, ob dieser Heimweg erfolgreich sein wird oder aber nicht. Lauern hier wirklich Gefahren? Wird Herr Sommer allen Gefahren trotzen können? Kann es denn so sein, dass das alles funktioniert? Der Mond geht langsam unter. Es nähert sich die Nacht zusehends dem Ende. Es wird schon langsam etwas heller. Ob im Wasser wird nichts passieren, würde ich vermuten. Insoweit ist die Taktik, die hier jetzt angewendet wird, einfach mal ein bisschen zu schwimmen, nicht die schlechteste. Wobei man darauf achten sollte, nicht gegen Seerosen zu schwimmen. Das hält doch extrem auf. Es geht weiter in Richtung Land, weiter in Richtung Heim. Und da hat uns ein Creeper erblickt. Der Creeper schwimmt auf uns zu. Er schwimmt, er kommt näher. Aber wir sind schneller, wir sind am Land und jetzt wird der Creeper mit dem Pfeil und dem Bogen beackert, bis er umfällt. Der Creeper ist Geschichte und es geht weiter auf dem Landwege zurück in Richtung Heimat, zurück in Richtung Haus und Heim. Und da war, wenn ich das richtig gesehen habe, gerade ein kleines Löchlein. Ich vermute, dass auch Herr Sommer dort ein bisschen gerade Obacht gibt, wo er lang tappert und wo nicht. Zumindest nach den Erfahrungen der letzten oder vorletzten Folge, wo der Sturz in ein tiefes, tiefes Loch, in eine Schlucht, doch das kurze Leben jäh beendet hat. Hier noch ein kleines Huhn platt gemacht. Nein, es gab keine Verwandtschaft zu Kuhn, dem Huhn, und ein kleines Spinnchen. Trotz allem werden von dem Huhn ehrfurchtsvoll alle Drops eingesammelt. Dafür trennt man sich auch gerne mal von einem Bogen. Wozu auch nicht. Das Ei wird er nicht mehr aufnehmen können. Es geht also weiter in Richtung Heimat. In etwa 45 Sekunden ist die Folge auch beendet. Das ist auch gut so. Mein Mund ist trocken. Und jetzt geht es zurück ab nach oben auf den Hügel mit dem Bahnhof. Wie immer eine Ebene oder zwei Ebenen zu hoch. Und man spürt förmlich die Erleichterung hier beim Spieler, dass der sichere Heimathafen wieder erreicht ist. Und was macht Herr Sommer? Das glaube ich jetzt nicht. Er fährt einfach einmal mit der Bahn durch die Gegend. Ich vermute, das ist eine Aktion der Freude. Und einfach überlebt zu haben in der dunklen Höhle, in der tiefen Schlucht. Und wohlbehalten und gesund wieder nach Hause gekommen zu sein. Und hier ist jetzt irgendwie wieder... Ende.